Hallo und herzlich willkommen bei Red Dog Gamble. Ich bin heute wieder auf die Ticket und heute habe ich das Spiel Billionaires Casino. Free Slots. Viel Spaß. Und da sind wir auch schon wieder. Mal ein bisschen lauter meine Box. Voll mit rein und 2,29. Nee. So. Schön, ich habe fast 10 Millionen. Ich glaube, ich habe ja jetzt schon. Das kam ja letztens auch schon mal. Warum kommt das oft in letzter Zeit? Na, egal. 4 Milliarden kriege ich die? 100, was? 100 US-Dollar oder 99,99 US-Dollar. Dann kriegst du 4 Milliarden. Bäh. Die spinnen doch wohl. Special Delivery. Okay, special, special. Nee, nee, nee. Workout. Bye. Okay, dann was machen wir heute? Die Dailies. Erhalte 5 of kind einmal in irgendeinen Spielautomaten. Schauen wir mal. Irgendein Spielautomaten. Ich habe immer noch 30 Diamanten, also komme ich hier noch nicht weiter. Einen Lottoschein habe ich noch. Dann werden wir den erstmal benutzen. Oh, 80.000. Und jetzt habe ich 10 Millionen. Da, 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 da. Einmal auf mein Konto überweisen, bitte. Okay, dann was machen wir jetzt? Facebook Slots, also die anderen Spiele haben wir schon alle gespielt. Da hatte ich hier bei Videopokern sehr viel gewonnen, da nichts gewonnen. Blackjack auch nichts gewonnen. Baccarat bisschen gewonnen. Sit and Go, das war. Da war letztens keiner gewesen. Können wir einmal kurz schauen. Vielleicht ist jetzt einer da. Bei Texas Hold'em. 3. Oh. Schon mal gut. Oh, es geht los, es geht los. Jo. Oh, das ist schon mal gut. Check. Forward. Call. Reizen. 100. Bestätigen. 200. Uiuiui. Ach, der ist schon weggegangen. Go, go, go. Boah, zwei Paare, das ist gut. Das ist gut. Es braucht nur eine 6. Das ist dann... Scheiße. Aber es kommen ja noch zwei Karten. Auf jeden Fall haben die ein paar. Keine Ahnung, ob die mehr haben oder weniger.
nur zwei Paare. Braucht nur einer eine 6 haben, dann ist es vorbei. Ah! Ich hab's gewonnen! Es braucht doch nur einer einen Buben haben. Hätte ich auch verloren. Also das war ganz riskant, was ich gemacht habe. Ein Ass. Ass ist schon mal sehr gut. Ich möchte sehen, was hier in der Mitte liegt. Check. Call. Phone. Das war nichts. Eine 10, der ist auch raus. Ich möchte erst die drei Karten sehen. Mit zwei Karten kann alles passieren. Stell dir vor, es kommen jetzt hier 3 10. Zack, habe ich gewonnen. Das ist riskant. Nee, ich gehe raus. Also es kann nicht sein, dass er jetzt zweimal hintereinander das gutes Blatt hat. Kann passieren, aber ist ja seltener. Ich denke mal, er wird sehr viel bluffen. Und gleich macht er. Das ist gut. Nur noch 2. Höchste Karte. Check. Check ist gucken. Nein, ich bin raus. Die Zeit wird knapp. Ein Paar. Okay. Noch ein König. Wir brauchen Ass, ist er besser. Der hat geblufft. Tja, Wolf. Agin Wolf. Oder Agilwolf. Ich habe ein Paar, das ist der auch. Es kommt nach der höchsten Karte also. Check. Ich bin raus. Er bräuchte nur eine 10. Zu riskant. Oh, das ist gut. Einmal auf Call. Ein Paar. Hm, ja, okay. Wenn er eine 9 hat, ist er besser. Zwei Paar. Wenn er eine 4 hat, ist er besser. Zwei Paare. Was hat er? Auch zwei Paare. Aber mit den 7. Also bis zum Ende hat er geblufft. Check. Höchste Karte, check. Check. Er hat gewonnen mit der 3. Mit 2 Paar. Lobby. Jo, das war eine schnelle Runde. Ich habe allerdings ein bisschen was gewonnen.
Level Up habe ich nicht gehabt. Immer noch 48. Was mache ich hier? Lobby. So, dann gehen wir nochmal was zum Slot und wir werden ein schönes Spiel spielen. Welches spielen wir denn? Soweit darf ich noch nicht. Ich bin zu weit. Ein Level Up, dann darf ich hier spielen. Oder ich bezahle Diamanten. Holz das. Was ist gut? Ich hatte doch ein Spiel, das war richtig gut gewesen. Mal fangen wir mit den ersten an. Wir spielen einmal das erste Spiel, aber auf High Limit. Mit 100.000. Einmal drehen. Okay. Einmal erhöhen und jetzt sind dreimal drehen. Eins, zwei und. Okay, gehen wir zurück in der Lobby. Nimm ein anderes Spiel. Was war das gewesen für ein Spiel, was so gut war? Ich weiß es nicht mehr. Kings. Game Lot Cash. Ist auch irgendwas mit Cowboys oder nicht? Das. Oder war es das hier gewesen? Ich glaube, der war auch gut. Schauen wir erstmal hier rein. Wir nehmen natürlich jetzt die bisschen teureren Automaten. Spielen allerdings auf den kleinsten Niveau. Einmal drehen. Und jetzt noch dreimal drehen. Eins, zwei und zweimal. Und nochmal. Ne. Auch nichts gewonnen. Also nicht so richtig. The Falcon Temple. War das noch der gute? Ich weiß es nicht. Oder ich verwechsel das gerade mit den anderen Spielautomaten. Okay, wir fangen mit 100.000 einmal an. Drehen einmal. Einmal erhöhen und drehen dreimal. Eins. Zwei. Drei. Nichts. Lobby zurück. Was mache ich jetzt? Was mache ich jetzt? Oder was der hier? Warte mal, da war doch so eine. Da war noch was anderes mit so einer Frau, so eismäßig irgendwie. Ich probiere einmal hier nochmal kurz, weil es war nicht das, was ich jetzt meinte. Einmal drehen. Drei, okay. Eins, zwei, oh, zweimal right. Ich möchte aber dreimal haben. Jetzt habe ich dreimal. Bringt mir auch nichts, super.
So, jetzt nochmal überlegen. Ah, hier ist das mit der Bank mit den Cowboys, was ich glaube ich meinte vorhin. Aber ich meine jetzt erstmal so eine Art Eiskönigin. Ich glaube, das war der andere. War was der hier? Beste für mich. Mit 350.000. Ich spiele. Warte, erstmal spiele ich 250. Eine Runde. Das war auch wieder so ähnlich, was ich meint. Nur halt mit so einer Eiskönigin. Und jetzt. Dreimal. Eins. Oh, das ist. Oh, nice. Aber immer nur drei. Zwei. Das ist der Zauberer vom Oz. Auch nicht wirklich was gebracht. Scheiße. Mist. Ach, Mensch. Ich gehe nochmal hier zu der Bank. Das Beste für mich. Mit dem höchsten Betrag. Einmal so. Sherlock Holmes. Eins. Zwei. Drei. Auch nichts. Forest. Kumpel von mir spielt immer das hier bei solchen Spielen mit den Früchten, findet er am besten. Für mich ist aber irgendwie alles das Gleiche. Die haben wir noch nicht gehabt. Download. Beste für mich. Eins. Oh. Mal drei. Fear not, Princess. I'll protect you. Eins. Mal sechs. Wow, nice. Nur 100.000 gekriegt. Am I strong? You bet I am. Sechsmal. Also 1 Million habe ich. Zwei. Drei. Okay. Hat sich doch gelohnt. Aber das, was ich spielen wollte, habe ich ja noch nicht. Ich glaube, das war der andere. Ja, na gut. Dann habe ich noch irgendwas offen hier. Was wollte ich noch machen? Ach, das war das gewesen. Zurück in der Lobby. Andere Spiele, Slots und das sind die Dingens. Mindestens 5.000, mindestens 100.000. Eins, zwei, drei.
Lobby zurück. Right Stars. Haben wir auch schon gespielt. Eins. Zwei. Drei. Zurück zur Lobby. Der wird mir noch vorgeschlagen. Eins. Zwei. Drei. Oh. Großes Bild. Ich weiß noch damals, wo ich in Las Vegas so ein Spiel gespielt habe mit Löwen. Auf einmal waren hier überall Löwen gewesen. Also ihr müsst vorstellen, hier war ein Monitor zum Spielen. Und da oben drüber war nochmal eine andere Anzeige. Da stand immer, was man gewinnen konnte und sowas. Da war hier alles voller Löwen gewesen. Da kam mir so ein Löwe entgegen, machte und dann wurde oben auch ein Löwe angezeigt. Auf einmal stand da, keine Ahnung, 15 Leute um mich herum und haben zugeschaut. Bei mir alles am Klingen gewesen in Las Vegas. Das war richtig funny. Aber ich habe nicht so viel gewonnen, weil ich mit dem kleinsten Einsatz gespielt habe. Aber war witzig gewesen. Ich glaube, ich hatte da den Jackpot geknackt. Hatte auch, glaube ich, 30 Euro oder sowas gewonnen, obwohl ich mit 10 Cent gespielt habe. Schon nice. Naja, gut. Dann wieder zurück in der Lobby. Dann spiele ich das letzte hier nochmal. Dann habe ich die 4 vorgeschlagenen Sachen einmal gespielt. Max. Was ist der Max? Ich glaube nicht. Oder warte mal. Ich spiele Max. 2 Runden. 3 Runden. Passt. Ne, 2 Runden passt nur. 1. Okay, gleich ist wieder rausgekriegt. Zwei und drei. Alles weg. Aber hier, mein Level-Vorsprung ist gut geworden. Das brauche ich. Samba. Also das Samba-Zeichen ist so ein Right-Zeichen, ja. Ui, mega. Mega, Vinja. Warum habe ich das? Ich glaube, wo ich mit 2,5 Millionen gespielt habe, ja. Na. Jawohl, schmeiß mal eine Runde Drinks, bitteschön. Danke, danke, danke. Eine Runde, 2,5 Millionen. Bitte nochmal sowas drehen. Ah, war ja klar. Ich doch einmal hier den Dingens. Nee. Ich möchte auch noch einmal so ein extra Play haben. Dankeschön, 5000 gewonnen. ...25.000 gewonnen. 4 richtige. Gleich pleite, bitte. Komm, 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 komm. Ach, Mensch. 60.000 Kronen. Ich bin gleich pleite.
Und letzte Runde. Jawohl. Wieder einmal ein 5-5er-Reihe. Ich möchte aber noch einmal den Dingens haben. Ja, von denen, 3 Stück. Scatter. Oh, das plus 2 Werte. Gib mir einen Scatter. Schon wieder gleich gleiten. Checkpot. Was habe ich denn gemacht? Ich hab den Jackpot geknallt. Yeah. Darf ich kein Getränk schmeißen hier? Spendieren? Ah, schade. Und das war's. Kein Geld mehr. Gut. Nein, warte. Wir wollen noch einmal kurz zu der Quest gehen. Zurück zur Lobby. 10 Millionen heute ausgegeben. Nice. Wo ist denn das hier? Ich bin ja gar nicht mehr im Club. Lotterie, war das hier? Aber ich habe ein halbes Level heute gemacht. Das ist doch schon mal nice. Ranking. Top 40, Top 90. Oder Top 90%. Was soll immer das sein mal. Ach, hier ist die Quest. Na gut. Gut, dann würde ich mal sagen, das war's für heute. Spiel beenden. Hol mein Ticket ab und ich sage Dankeschön fürs Zuschauen. Ich würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal dabei seid. Bis dahin wünsche ich euch viel Spaß und auf Wiedersehen. Ciao, ciao.